That is one reason the United States will not participate in the new global compact on migration. Migration should not be governed by an international body unaccountable to our own citizens. Es darf eben zu keiner Verwässerung grundsätzlich von legaler und illegaler Migration kommen, wie es bei diesem UN-Migrationspakt auch konkret der Fall ist und zu befürchten ist. Die Souveränität Österreichs muss zu jeder Zeit erhalten bleiben und das ist einfach auch unsere feste Überzeugung. Da haben wir eine Verantwortung und Verpflichtung gegenüber der österreichischen Bevölkerung. Ces promoteurs, mus par une idéologie mondialiste assumée, se fixent pour vaine ambition de rendre les migrations bénéfiques à tous. And it is only us Hungarians to make a decision with whom we would like to live together and with whom not. Het pact is niet bindend, maar het gevaar dat activisten en NGO's dit pact zullen gebruiken om rechtspraak af te dwingen die het toch dwingend zal maken, is te groot. We hebben dit niet gewild. Das ist ein Paradigmenwechsel. Hier wird schon in der Präambel postuliert, dass Migration was Gutes ist und dass wir sie jetzt verwalten sollen. Also bitte, warum wollen Sie jetzt von Restriktion auf offene Grenzen umschwenken?